Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Dieses tolle Leuchtcase von Elago habe ich euch bereits gezeigt. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke alles nochmal hier oben in der Videobeschreibung. Aber heute soll es gar nicht darum gehen. Deswegen sage ich Licht an und wir schauen uns heute mal zwei Cases an für die Original, also die ganz normalen AirPods erste und zweite Generation. Also das für die AirPods Pro kommt mal hier zur Seite und dann schauen wir uns mal an, was es hier für die guten alten AirPods so gibt. Da habe ich nämlich zwei ganz interessante Cases. Auch die kommen von der Firma Elago. Die haben mir einen ganzen Schwung vorbeigeschickt und ihr seht schon einmal im klassischen Macintosh-Stil und einmal hier im iPod-Stil. So, wir fangen mal an mit dem Macintosh. Da bin ich am meisten drauf gespannt. Also einmal auspacken und wir schauen mal, wie das Ganze dann hier aussieht. Es gibt ja so viele verschiedene Cases, Freunde. Auch so viele verrückte wie das hier. Da kann man also sehr schön seine AirPods personalisieren. Okay, da haben wir es schon. Hinten haben wir draufstehen Elago Simple Sophistication San Diego, California und designed by Elago in Kalifornien. Also tatsächlich hier alles in USA gemacht. Das ist ja mal was. Dann haben wir hier ein Silikoncase, hier stellenweise richtig dickes Material. Und da packen wir einfach mal unsere AirPods dann rein. Einfach reinschieben, fertig. Und Deckelchen nochmal drauf. So rum, denke ich. Andersrum. Ha, so rum. Hier muss ja da, der Bildschirm muss ja da fertig werden. Und schon sind sie eingepackt. Wir haben ein freundliches Hello. Hier unten können wir die Diskette noch einschieben. Klappe geht auf. Wir können die AirPods ganz normal hier entnehmen. Da wird gar nichts behindert. Natürlich wird das Case ein bisschen dicker und ein bisschen eckiger dadurch. Aber ist doch mal was, oder? Eine schöne Sache. An der Seite sehen wir hier so eine Keilaussparung, damit hier natürlich noch das Gelenk richtig funktionieren kann. Jo, muss ja irgendwie aufklappen. Wunderbar. Und hier unten an den Lightning Port kommt man auch noch wunderbar dran. Also, lustige Sache das hier. Was nicht dabei ist, da ist kein Karabiner dabei, um das irgendwie aufzuhängen. Aber dafür, ja, stehen eure AirPods dann auch und fallen dann nicht mehr um. Also die kann man auch wunderbar dann irgendwie hinstellen. Also ich finde das hier cool. Das ist eine richtig schöne Retro-Optik. Also, das wäre Case Nummer 1. Das AW3 Case für die AirPods erste und zweite Generation. Sehr schön, gefällt mir. Gehen wir direkt mal weiter, ein bisschen weiter in die Zukunft, sage ich mal. Nicht mehr hier mit dem Macintosh, sondern wir gehen mal eine Schiene weiter und zwar zu dem iPod. Und auch da gibt es hier ein Case, das da schon sehr an diese iPod-Optik von früher erinnert. So, einmal raus und dann haben wir das Case hier schon vor uns. Ihr seht, wir haben hier das typische Bedienrad, dieses Click-Wheel, wie das damals hieß. Aber ich muss erst nochmal hier meine AirPods hier rausbekommen. Ja, guter Test. Wie gut kriegt man das Case denn nochmal runter? Also Deckel Nummer 1 und dann schieben wir es einfach hier raus. Ja, das geht einfach. Wunderbar. So soll das sein. Und dann können wir es direkt hier einmal reinstecken. Was hier sehr schön ist, ist, dass wir eine Aussparung haben für die LED, die ja in der Generation 2 der AirPods dabei ist. Ich habe ja hier die Generation 1, da steckt die LED noch hier oben mit drin. Aber wenn ihr die Generation 2 habt, dann könnt ihr hier auch das LED-Lichtchen mit durchsehen. Das ist gut. Also hier nochmal den Deckel mit drauf, die obere Abdeckung. Und oh, schaut mal her, das ist ja witzig. Da ist sogar ein Schalter noch angedeutet hier, ein An-Aus-Schalter. Das ist ja cool. Also hier mal ordentlich aufsetzen, da muss man immer ein bisschen zielen, dass das auch richtig passt. Und dann haben wir es, so ist es aufgebaut und hier haben wir noch den Karabiner, den wir hier noch mit dranhängen können. Also optisch finde ich, ist das eine ganz witzige Sache hier mit dem angedeuteten Clickwheel. Einmal hier zum Reindrücken mit der LED, Klappe auf, funktioniert wunderbar. Ihr seht, wie dick das Ganze ist, lässt sich wunderbar bedienen, hält auch gut. Hier hinten das Gelenk hat genug Platz, dass da noch alles funktioniert und nicht behindert wird. Und hier oben, das finde ich ja echt witzig, dass sie da noch hier den Schalter so angedeutet haben. Was das hier sein soll, das weiß ich jetzt nicht. Also, ganz lustige Geschichten, Freunde. Wer ein bisschen Abwechslung in seine AirPods reinbringen will oder in die Schutzlösungen für die AirPods, der kann hier echt mal zugreifen. Einmal das Macintosh Case und einmal das, iPod Case. Also das hier heißt AW3 und das ist das AW6 Hangcase von Elago. Ich verlinke euch beide hier unten in der Videobeschreibung, Freunde. Da könnt ihr euch die Teile gerne mal anschauen. So, wunderbar. Und ich sage dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal, euer Mi AppleCat. Macht's gut. So, ich ziehe nochmal das Macintosh Case an. Das finde ich ja richtig cool. Ach, wenn Steve das noch erlebt hätte.
Hello.